want to know is secret. Mahlzeit und grüßt euch zu dieser Zusammenfassung des zweiten Bungie-Streams. Und der Stream ging darum, dass wir die wöchentlichen Rituale aufdecken. Was wird es in diesem neuen DLC oder Live-Event, wie Bungie das nennt, zu zocken sein, wöchentlich zu machen sein. Kurz bevor wir aber anfangen, das Ganze fängt am 28. März an und es wird kostenlos sein. Daher bitte hört auf zu meckern, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Über kostenlose Sachen darf man sich einfach nicht aufregen, da sagt man einfach Danke. Auf jeden Fall, zu Anfang des Ganzen wird man erstmal eine neue Quest bekommen. Diese Quest ist durchaus umfangreich mit 12 einzelnen Schritten. Weiß jetzt nicht, wie lange die an sich dauern werden, aber durch diese Quest wird man im Prinzip durch ganz Destiny nochmal durchgeführt. Man soll Patrouillen, Missionen, Strikes, Raids, PvP zocken, also so querbeet durch Destiny durch. Was es dafür als Belohnung gibt, weiß ich leider nicht, habe ich nicht mitbekommen. Wenn es einer von euch weiß, schreibt es natürlich in die Kommentare. Als nächstes wird es eine neue Kiste geben. So wie das jetzt eigentlich die letzten Erweiterungen immer eine neue Kiste gab, gibt es auch jetzt wieder eine. Die Kiste Schatztruhe der Zeit, des Zeitalters oder der Zeitalter. Ich weiß es nicht, wie das dann auf Deutsch heißen wird. Auf jeden Fall, diese Schatztruhe wird es im täglichen PvP, also täglichen Quest oder wöchentlichen PvP und in den heroischen Strikes zu bekommen sein, jeweils einmal wöchentlich. Und diese Kiste enthält im Prinzip alle Sachen, die wir bisher bekommen konnten. Also sowas wie besessenen Outfit oder Spektarrüstung oder Emotes, die wir noch nicht bekommen haben. So ein Zombie-Tanz aus dem Halloween 2015 oder Schiffe, Shader, Embleme. Also im Prinzip alles, was wir noch nicht haben, kann man aus dieser Kiste bekommen. Aber natürlich auch Sachen, die wir bereits haben. Und diese Sachen, die wir bereits haben, kann man zerlegen. Man bekommt dann Silberstaub. Und durch diesen Silberstaub kann man sich dann wiederum Sachen kaufen, die man noch nicht hat. Aber die ganze Kiste hat nicht nur alte Sachen, sondern auch neue Sachen, ein neues Rüstungsset, neue Schiffe, neue Shader und neue Ornamente. Also die lohnt sich durchaus, die Kiste, wie ich finde, vor allem wegen den Emotes. Da sind auch wirklich die legendären drinne. Da kann man sie auch nochmal farmen, ohne wirklich Geld dafür auszugeben. Die nächste kleine Änderung ist bei Lord Shex. Und zwar wird es da nicht nur einen wöchentlichen Bounty geben, sondern jetzt auch zwei. Wie gesagt, etwas mehr zu zocken, nicht weiter relevant. Nun kommen wir aber zum Gefängnis der Alten. Man hat ja eigentlich schon vom Bild her und durch Gerüchte eigentlich schon gewusst, dass das zurückkommt. Ist so, kommt zurück auf neuen Lichtlevel und alles drum und dran. Verändert sich an sich aber nicht weiter, also das bleibt so wie es war. Die Belohnung dafür, man bekommt dreimal wöchentlich 10 legendäre Marken und ein legendäres Engramm. Wie gesagt, ich halte meine Meinung raus aus dem Video, bildet sie euch selbst, schreibt sie mir gerne in die Kommentare, da bin ich gespannt, lese mir wieder alles schön durch und ihr kriegt auch meistens eine Antwort. Es wird auch weiterhin mit einem Ticket von Varix sein, also das bleibt alles so wie es war. Die alte Version immer noch auswählbar. Soweit so gut, wir kommen zum neuen. Und zwar beim Dämmerungsstrike. Da gibt es jetzt schöne Sachen, schöne Änderungen. Freue ich mich persönlich gut drauf. Und zwar wird es einen neuen Bonus, Modifier, Modifikation geben. Er heißt dann, ja, Daybreak heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht, wie die das auf Deutsch dann übersetzen werden. Wird circa jeden Monat einmal auftauchen. Und zwar ist das so etwas wie Hexenkessel aus dem PvP. Ihr geht also in den Dämmerungsstrike rein und habt dann schnelle Superaufladung, schnelle Granatenaufladung und. Natürlich, das Ganze kann man kombinieren mit anderen Bonussen, die halt bei der Dämmerung schon immer drin waren. Also gar kein Problem. Neben diesen wird es auch noch den Rainbow Burn geben. Das heißt, wir kennen es ja, Arcus in Flammen, Solar in Flammen, Leere in Flammen und jetzt kriegen wir auch noch einen Regenbogen in Flammen. Also ist alles aktiv. Da freue ich mich auch sehr drauf. Da kann man auch, ja, es wird gleichzeitig schwer als auch spaßig. Also da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze zockt. Und die Jahr-1-Spieler, ihr werdet euch jetzt freuen, wenn ihr den Dämmerungsstrike abgeschlossen habt, bekommt ihr wieder die blaue Flamme am Kopf, Leute, wie geil ist das denn? Und es wird einen XP-Bonus geben, oh mein Gott, das bringt doch richtig Gefühle zurück, oder? Dann wieder schön am Dienstag dreimal Dämmerung machen, wie es damals jede Woche war. Allerdings ändert sich leider nichts am Loot-System, es bleibt so, wie es ist. Also im Prinzip macht man es dann wirklich wegen dem XP-Boost oder wegen der blauen Flamme, wenn man die einfach mal um seinen Kopf haben will. Nun ja, Leute, es war nicht wirklich viel Content in diesem Stream eingebunden, aber
Vielleicht kommt dann noch etwas nächste Woche. Wir sind gespannt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gut informiert. Wenn es der Fall ist, abonniert auf jeden Fall, dass ihr brandaktuell in Destiny bleibt, denn hier seid ihr immer brandaktuell. Wunderbar. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Lasst ihn immer schön schwingen. Bis zum nächsten Mal auf VeneroTV.